Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer. Ja, meine Güte, was haben wir nicht für Schlachten schon geschlagen? Und wir gehen immer noch nach wie vor gegen das Chaos vor. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht in der ganzen langen Zeit, ich hatte jetzt wieder eine längere Pause, muss man dazu sagen, damit die anderen Projekte laufen, gerade Revelation Online unter anderem. Und ich bereite mich gerade wieder darauf vor, dass Blade & Soul jetzt natürlich auch wieder läuft. Wo wir stehen geblieben sind, aber ich denke mal, das werden wir gleich in aller Ruhe durchgehen. Erstmal heißt es neue Runde für den Computer. Ja, Mensch. Wirklich schön, es hat sich einiges getan. Ich meine, die Bretonia sind dazugekommen und da sehen wir auch das Chaos. Do not sully my presence any longer than you must. Was möchtest du, Waldelf? Du möchtest einen Nicht-Angriffspakt und willst eine Forderung von... Nee, werden wir nicht machen. Ich meine, wir könnten es machen als Gegenangebot, aber dann auch bitte hier... Okay. Ein Nicht-Angriffspakt ist okay. Ja, Mensch, es hat sich wirklich viel getan in der letzten Zeit. Ich habe natürlich auch fleißig mir jegliche Informationen zusammengerufen. So ist es halt nun mal, dass die Bretonia jetzt mit neu ins Spiel reingekommen sind. Ich muss auch dazu gestehen, ich war einfach zu neugierig. Ich habe mir selbstverständlich auch mal dann, ja, das Pferdevolk angeguckt. Sind ja auch in dem Sinn Imperiale. Und es ist wirklich, wirklich schön. Also nicht Imperial in dem Sinne die Menschen. Wieder ein großes, großes Volk. Sehr schön zu spielen. Wiederum etwas ganz Neues. Und zumal obendrein noch sehr schön Technologie fertiggestellt. Obendrein noch, muss man dazu sagen, wurde Total War Warhammer 2 angekündigt. Boah, was habe ich doch den Trailer gefeiert. Also ist schon... Ist schon wow. Muss man einfach so sagen. So, jetzt lass uns doch mal gucken. Erstmal ganz wichtig die Forschung. Wo sind wir stehen geblieben? Geschossschaden für Eisendrachen, ja, brauchen wir nicht. Langbärte ist eigentlich auch nett. Der Unterhalt für die Artillerie, ja, der ist relativ groß, ne? Nahkampfabwehr, wo müssten wir denn hin? Unterhalt für Langbärte. Waffenstärke für Zwerge mit Handwaffen und Spitzhacken. Könnte hier sich noch lohnen, 5 Runden. Ich glaube, wir werden hier mal weitergehen, damit wir auch hier mehr Geschwindigkeit und so später mit dann reinbekommen. Müssen wir überhaupt noch irgendwas ausbauen? Ja, wir haben die Möglichkeit. Mehr Holz braucht die Welt. Das Gebirge, mehr Wachstum, ist auf jeden Fall schon mal voll in Ordnung. Wir könnten auch gleich mal gucken, haben wir nicht noch Clantreue, Unzufrieden, Konföderation, haben wir sogar noch. Noch 3 Runden. Ja, sollten wir schaffen. Und ja, Mensch, ich habe wirklich den Trailer sehr gefeiert, um zurück zum Thema zu kommen. Es war schon echt unglaublich, was da nicht alles passiert ist. Es war richtig, richtig schön. Also es hat mir sehr, sehr gefallen. Und freue mich sehr auf die Dunkelelfen, auf die Hochelfen. Oder in dem Sinne auch Waldelfen, ich weiß gar nicht genau jetzt mehr, was alles dazu kommt. Die Skaven wurden ja ganz gegen dem Ende des Videos, wurden sie ja gezeigt. Die Echsenmenschen, also es ist schon wow. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich runtergekommen bin. Haben wir... And what can the Dowie do for you on this fight? Ja, das sieht alles gut aus, ne? So, wer mag uns denn nicht und wer mag uns? Wir haben oben noch einen Chaoskrieger, um den werden wir uns gleich kümmern. Die Halbmonde sind uns natürlich alles andere als nett gesinnt, war eigentlich ziemlich klar. Ja, die Vampirfürsten, die tun so ihre eigenen Brötchen backen, ne? Ich meine, gut, die haben eine Abneigung gegen uns, weil wir halt nun mal Zwerge sind, große Macht, Abkommen mit dem Imperium ist klar, das sind eigentlich so, ich sag jetzt mal Erzfeinde, das Imperium und die Vampirfürsten, das ist, lecker Mensch, sag ich nur dazu. Sieht soweit gut aus, können wir noch irgendwo handeln, Diplomatie sollte man ja nicht vernachlässigen, nö, sieht okay aus, mit dem Vampirfürsten werden wir eh nichts machen. Mit dir verbessert sich das alles. Nee, ist okay. Es ist natürlich die Frage, was machen wir denn? Wir haben ja eine relativ große Armee. Das müsste auch einer der Armeen sein, wo wir echt böse auf die Nuss bekommen haben. Ja. Der ewige Beobachter. Lass mal eben gucken, wo ist denn hier oben die andere... Oh, da ist er auch schon. Ich sehe sie schon. Es ist...
Ist er der Auserwählte? Es ist der Auserwählte. Er hat keine Artillerie, eine Menge Chaos-Streitwagen, aber ich denke mal, mit unseren zwei Armeen hier oben im Norden sollten wir das gut hinkriegen, dass wir den dann fortjagen. Es wird ein richtig schönes Gefecht, Menge Gemetzel. Warum hatte ich dich eigentlich hier unten? Ich bin gerade ein wenig überfragt, deswegen würde ich dich nach oben holen, dass du das Imperium unterstützt. In dem Sinne Averheim. Denn wir haben alle einen gemeinsamen Feind. Soll er ruhig da oben ein bisschen rumtoben? Ich meine, je nachdem geht er jetzt vielleicht im nächsten Zug. Na, ich denke mal, er wird Richtung Schwarzhafen gehen. Oder er wird Averheim belagern. Vielleicht danach Grenzstadt und Pfeildorf, Weisenburg, Nullen. Ja, es ist schon sehr schön. So. Genau, das dachte ich mir nämlich. Wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, wir werden hier so eine kleine Blockade aufstellen. Geh mal bitte in den Untergrund. Oh, und wir haben ihn abgefangen. Ich fasse es nicht. Ja, das wird ja mal was. Im Tunnelnetz abgefangen. Sehr gut. Unterirdisch Gelände. Go. So, dann wollen wir doch mal. Gefechtsaufstellung ist eigentlich klar. Es heißt, dass er überlegen ist, weil die feindliche Truppenanzahl natürlich erhöht ist. Aber ich denke mal, mit unserem taktischen Geschick werden wir das doch meistern. Ja, der weiße Zwerg. Dann wollen wir doch mal mit dem guten Davi, mit den Hammerträgern, links und rechts, damit er hier die volle Unterstützung hat, doch mal ordentlich durch die Reihen schlagen. Die Slayer wiederum werde ich hinten behalten. Ja, das werden wir machen. So, dann einmal zu euch, meine guten Zwergen, Vettern, Brüder und wie auch immer. Einmal bitte hier rüber. Ja, Slayer kommen schon mal nach hinten. Dann die zweite Front. Nee, werden wir so machen. Als Nummer zwei. Ihr wiederum kommt auch schon mal nach hinten, euch werden wir gleich neu aufstellen, unsere gute Artillerie. Aber wir haben jetzt lange nicht mehr gekämpft, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Jetzt ist die Frage, wie stellen wir sie hin? Die können immer noch über die Flanke natürlich einbrechen, das ist je nachdem ein Problem. Ich weiß nicht, ob wir euch so aufstellen können, dass hier wirklich kaum noch jemand durchbrechen kann. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber und dann machen wir es nämlich so, dass wir euch nämlich mit auf die Flanken aufstellen, weil das kommt doch, denke ich mal, ziemlich gut. Weil wir wissen ja, die Kavallerie wird immer versuchen, über die Flanken halt nur mal anzugreifen. Unsere Gyrobomber werde ich dann je nachdem auf... Ich weiß es gar nicht. Ihr habt rüstungsdurchdringende Angriffe, müsste es doch gewesen sein, ne? Verzeiht, ich muss jetzt einfach nochmal gucken. Panzerung, Schild, Nahkampfspezialist. Ja, hat Geschossschaden, kein Rüstungsdurchdringenden. Das ist natürlich schade, aber wir werden es dennoch erstmal so beibelassen. So, ihr werdet den Wachmodus benutzen, werdet euch aber dann schön hinten aufstellen, damit die uns dann auch angreifen. Und wiederum die Slayer, denke ich mal, einfach links und rechts als Unterstützung werden wir sie aufstellen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Und das sollte schon schief gehen. Ich meine, die Slayer können wir auch hier vorne noch ein bisschen aufstellen, falls die Mitte irgendwie durchbrochen wird. Das müssen wir aufpassen. So einfach wird es nicht. Die Artillerie hat auf jeden Fall hier einiges zu tun. Und mal gucken, ob wir diesmal nicht den Auserwählten hier zu Fall bringen. Aber ich will mir nochmal angucken. Boah, das ist auch schon außer Corner, ist das, ne? Das ist Wahnsinn. Schaut euch mal diese leuchtenden Waffen an. Ich meine, das Chaos habe ich auch mal kurzzeitig angespielt in meiner Freizeit. Ich spiele ja gerne so ab und zu mal, je nachdem, das ein oder andere. Aber da muss ich dazu sagen, das ist halt nun mal eine Horde. Die spielt sich ganz anders als, ich sag jetzt mal, die Zwerge. Und habe auch relativ schnell im schweren Modus auf den Sack bekommen. Aber naja, müssen wir halt mal gucken. Müssen wir halt mal gucken. Genau das dachte ich mir nämlich. Schön mal da drauf. Gut so. Die können nämlich nicht flüchten, die können nicht seitlich irgendwie noch mit ran. So, da müssen wir mal gucken. Ihr schießt bitte auf den hier. Ihr bitte auf die hier. Und ihr bitte mit auf die hier. Mit der Hellebarde ist unangenehm, die haben rüstungsdurchdringende Angriffe.
So, Chaoswagen wird interessant. Die werden auch über die Flanken mit hineinpreschen. Was mit euch? Ah, ihr habt schon ein bisschen Schiss, ne? Finde ich aber gut. Genauso soll es sein. So, die Artillerie natürlich auf die Truppen, nicht auf den Helden geschickt. Boah, es wird gleich schon ein epischer Kampf. Müssen wir mal gucken. Verstärken. Unerschütterlich. Ist gut. Die Geschwindigkeit für mehr Damage. Geschossabwehr, Schadensresistenz. Können wir auch gut gebrauchen. Und dann lassen wir jetzt gleich mal die Hunde los, ne? Und ballert mal schön fleißig drauf. Oh, und jetzt geht's los. Das wird gut. Das wird gut. Held gegen Held. Willst du es haben? Mal gucken, ob der weiße Zwerg mächtig genug ist. Mach dich ruhig mal unerschütterlich. Ja, will ich doch hoffen, dass ihr gerade für die Jungs noch kämpft. Genau, die Eisenbreakers bleiben hier einfach stehen. So, ihr helft bei den Auserkorenen. Ihr könnt auch mal ein bisschen rüberkommen. Und schon sind sie am Wanken. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Ja, ich dachte es mir. Die sind weit, weit durchgebrochen. Das ist natürlich sehr unangenehm. Da wollte ich eigentlich so und so den Befehl nehmen. Ihr geht bitte in den Nahkampfmodus, Jungs. In den Nahkampfmodus, ne? Oh, Backe, sind die tief durchgedrungen. Das ist jetzt unschön. Kommt mal hier ein bisschen rüber. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass die uns einfach so hier wegfetzen können. Gyrokopper mal hier rüber. Sehr gut, sehr gut. Genau, und dann schön drauf da. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Aua, aua, aua. Da hat uns schon böse einen rein. Wo ist denn unser Held? Oh, das sieht nicht gut aus. Den sollten wir je nachdem vielleicht auch rausholen aus dem Kampf. Mal gucken, ob wir den rauskriegen aus dem Kampf. Sonst haben wir hier gleich ein ganz, ganz mächtiges Problem. So, ihr stellt euch dann bitte hier schon mal seitlich auf. So, was ist hier jetzt Sache? Ihr kommt auch mal rüber. Und Eisenbreaker, einmal bitte mit hier drauf. So, Eisenbrecher bitte mit in die Mitte. Ah, genau das wusste ich. Damit habe ich gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Die Mitte bricht uns nämlich ein. Slayer, Slayer, immer weiter, go, go. Das ist Wahnsinn, was diese Dinger halt mit uns hier anstellen. So, kommt drauf da. Schön die Seite, schön die Flanke mit hier reinholen. So, ihr und bitte ihr werdet euch bitte auch mal hier hinten aufstellen. Du kannst da mit draufkloppen. Du bist noch fleißig am Schießen, das ist okay. Ja, natürlich, die Artillerie flieht. Da haben wir leider doch ein bisschen verkackt auf gut Deutsch. Ist natürlich unschön. Unser Held lebt noch, das ist sehr gut. Da müssen wir mal eben ein bisschen hier das Schlachtfeld verändern. Aber es sieht noch gut aus. Wir sollten das eigentlich schaffen. Es sieht noch gut aus. Das sollten wir hinkriegen. Ah, der Auserwählte, der könnte uns hier echt Probleme bereiten. Okay, dann müssen wir mal hier ein bisschen taktieren. Zumindest so gut, wie es geht. Kommt mal hier rüber. Nee, ihr seid auf Fernkampf eingestellt. Das sollte an für sich klappen. So, fliegt doch mal bitte nochmal drüber. Und dann lasst doch hier mal ein paar Bomben runterfallen. Jawohl, und noch einmal zurück. Schön dezimieren hier. Die Chaosbrut. Und einmal hier rüber. Damit wir es irgendwie hinkriegen. Ich will aber jetzt nicht die Pause-Taste drücken. Ich meine, Echtzeitkämpfe sollten hier schon gegeben sein. Und wieder einmal zurück. Aber dass sie halt so stark sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ah, gucken wir mal. Die sind halt auch unerschütterlich, ne? Die sind so stark, die Chaos-Monster. Die Hammerträger hier. Ganz fleißig am Kämpfen. Nee, geht mal darüber und helft denen aus. So, wie sieht's mit euch aus? Ihr seid noch relativ fit, das ist schön. Ihr könnt aber nicht an eure Geschütze, weil wir hier überall Probleme haben. So, flieht ihr? Ja, die fliehen. Oh, was ein Glück. So, drauf da. Ihr bitte nochmal aufstellen. Ja, so sieht das doch relativ gut aus. Ich hoffe, ihr habt noch genug Munition. Immer schön weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. So, unser Held kann leider gar nichts machen, außer sich selbst buffen. Ich meine, ich könnte ihn reinschicken, aber dann könnte das auch sehr schnell seinen Tod bedeuten. So, ihr kommt wieder ein bisschen rüber. Ihr tut die bitte abfangen. Ihr geht damit rein.
Ja, lass mal hier ein bisschen Bomben fallen, ne? Genau. Ja, rein da in die Masse. Irgendwas werden wir schon treffen. Jawohl. Ah, wir haben natürlich auch eigene Verluste. Dessen, ja, bin ich mir bewusst, aber ich meine, das kommt vor. Oh, sehr schön. Das sieht gut aus. Erstmal schön zusammenstellen. Jawohl, immer drauf da, immer drauf da. Schießt sie nieder. Die Schlacht werden wir gewinnen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen. Oha. Die Einheit wurde ausgelöscht. Ja, nicht auf meinen Kommandanten. Oh, sehr gut. So, kommt schon. Rein da. Ja, ihr kommt hier einmal rüber. Und ihr geht da drauf. Ihr stellt euch bitte hier neu auf. Das sollten wir noch, Kajor, das sollten wir schaffen hier. Das sollten wir noch schaffen, das sollten wir schaffen. So, bitte an die Kanonen. Bitte an die Dinger drauf. Ja. Ah, die sind aber alle am Fliehen. Das ist wunderbar. So, Gyrokopter. Ihr kommt auch mal bitte rüber. Obwohl, jagt die ein bisschen. Jagt sie. Dezimiert sie. Vernichtet sie. Slayer kommt da auch wieder rüber. So, jetzt müssen wir nur gucken. Der hält... Oh, lauf! Ah. Ich wollte gerade sagen, ja, unser Kommandant ist leider gefallen. Verdammte Hacke. Wer hätte das gedacht? So, ihr, würde ich sagen, stellt euch mal ganz normal auf. Und jetzt geht nämlich die große Schlacht nämlich eigentlich los. Oh, die Slayer drauf, alle Mann drauf da. So gut wie es geht. Aber es sieht ganz gut aus bisher, es sieht ganz gut aus. Ihr stellt euch mal bitte eben rüber. Es sieht soweit recht gut aus. Das sollten wir eigentlich packen. Jo, die fliehen alle. Ja, alle fliehen. Sehr gut. So, wir haben zwar gewonnen, aber nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir jetzt den Archon hier... Ja, bitte, bitte, bitte noch eliminieren. So gut wie es halt geht. Der flieht zwar jetzt, aber der hat noch richtig viel Leben, der entkommt. Da müssen wir in der zweiten Schlacht nochmal kämpfen. Schade, dass unser Kommandant gestorben ist, aber machst halt nichts, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das Chaos doch so stark ist. Ich dachte, unsere guten Eisenbrecher halten da Stand, aber da gehen die Chaospferdchen einfach durch. Ja, das schaffen die auch nicht. Da können sie jetzt machen, was sie wollen. Nun gut. Ja, war natürlich... Was für eine Schlacht, muss man dazu sagen. Was für eine Schlacht. Was für ein Auftakt in der... in dieser Session hier. Gut, so, dann... wir werden die natürlich hinrichten lassen. Jetzt braucht man natürlich erstmal einen Kommandanten, der uns hier unterstützen könnte. Ich werde auch, denke ich mal, hier unseren Hofmeister nehmen. Onward. Der die Armee nämlich übernehmen kann. Und wir haben sie auch komplett geschlagen. Ach ja, stimmt, weil wir im Untergrund gekämpft haben. Wir haben sie komplett geschlagen. Huh, okay, knappe Sache. Gut, dann. Es ist die Frage, werden wir die Gebirge mit einnehmen? Das gehört Karaka drin. Ah, machen wir erstmal Stück für Stück. Also, dich hatten wir. Du... Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter hoch in den Norden. Und dann gucken wir mal, dass wir da oben vielleicht noch irgendwie das ein oder andere einnehmen. Aber ehrlich gesagt, würde ich sogar lieber das Chaos schlagen. Er kann leider so und so nichts machen. Du bist noch am Rekrutieren. Was haben wir denn mit dir vorgehabt? Ich weiß es gar nicht. Warum stehst du hier? Einfach als Sicherung, ne? Das war das ja, weil wir im Krieg sind mit der Grimmfeste. Ist okay. Und du, mein Guter, mein Tapferer, Schwarzbart, der gute Skaldur, der war ja weit oben im Norden für uns. Der könnte ja an für sich mal hier rüberkommen. Um zu gucken, ob wir vielleicht hier oben noch mehr Chaosbrut haben. Gut. Ja, also eine Armee haben wir auf jeden Fall noch und wie ich mir dachte, die geht auch rüber zu den Vampiren und reißt deren die Siedlung natürlich nieder.
Ja, ich meine, der Norden, der da verbündet worden ist, geht jetzt auch Richtung Süden. Aber ich denke mal, mit der Imperialen, mit Bretonia und Co., sollten wir doch mit dem Bündnis uns gegen den Norden stellen können. Aber die haben auch schon ganz schön viele Armeen. Das ist echt unangenehm, das mit anzuschauen. So, Lauerrand entdeckt. Ja, ist gar kein Problem. Das sollten wir auch hinkriegen. Können wir irgendwas ausbauen? Ja. Himmelsweiler, was haben wir denn? Noch mehr Bier. Ja, bitte. Das würde mich freuen. Lecker Bierchen. Wiederum hier ganz klar das Monument des Grimnir ausbauen, wegen der Korruption. Boah, die immerhin schon 11% ist. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. So. Thorgrim Grollbart, deine Zeit wird gleich kommen. Komm mal hinüber. Ja, und da sehen wir auch schon die Armee des bösen Chaos. Und er hat halt echt verdammt viele Todbringer. Da müssen wir offensiv spielen. Und er hat die Chaos-Trolle. Ich meine, gut, wir haben zwei Gyro-Bomber. Ich meine, die sind beide gut gegen Infanterie. Da müssen wir mal gucken, ob wir die nicht irgendwie vorbeischicken können. Aber alles Stück für Stück. So, du kommst einmal nach oben. Sieht aber oben clear aus. Du bist noch am Rekrutieren, das darfst du. Du machst dich erstmal hier auf dem weiten, weiten Weg Richtung Süden. Da müssen wir erstmal nachrekrutieren. Was machen wir denn mit dir? Was können wir denn hier noch rekrutieren? Wir brauchen mehr Truppen, mehr Armeen. Zwei Slayer sollte auf jeden Fall jede Truppe haben, genauso wie, ich sag jetzt mal, zwei Hammerträger als Nahkämpfer. Ansonsten die Eisenbrecher ist solide, ist eine super Einheit. Können wir auf jeden Fall was mit anfangen. So, wie sieht's denn hier aus? Zeig mal her. Die haben ja alles abgerissen, ne? Ich meine, alleine auch die Namen, ne? Es ist mein Prag, Volksgrad, Kislev. Ich meine, das geht Richtung Kislev und Co., ne? Bechhafen, das ist halt alles so polnisch, russisch, der östliche Raum unserer Geschichte. Ich meine, Burg von Rauken, Bechhafen, was haben wir noch hier Schönes? Essen. Es sind ja alles so schöne deutsche Namen, altdeutsche Namen, ne? Und das Spiel ist aber nicht ins Deutsche synchronisiert. Eigentlich etwas schade. Aber nun gut. So, wir haben gebaut, wir haben alles gemacht. Diplomatie brauchen wir nicht. Konföderationsstrafe noch zwei Runden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder.